Fantastic. Guten Tag, liebe Clasher, und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit Fred. Heute mal unter dem Motto Clankrieg, aber auch unter dem Motto 1,35 Millionen Loot von Moose. Ich wollte eigentlich erst einen Clankrieg-Special machen, habe ich aber diesen Angriff hier gesehen von dem lieben Moose. Und dann habe ich mir gedacht, komm, du kannst die Folge nicht anders nennen als 1,35 Millionen. Wir wollen einfach mal reingehen, wollen es uns mal angucken, es ist wirklich krank. Finde ich, hat er auch wirklich sehr gut gemacht bei diesem Angriff, auch wenn da natürlich die... Ja, es ist ein inaktiver Gegner von Maidan Vasivala, der Zello. Und die X-Bögen sind nicht geladen, weil er natürlich inaktiv ist. Die Minen und Sammler sind prall gefüllt. In der Mitte hat er auch noch was drin und so kommt dann natürlich dieser Mega-Loot zustande. Ich möchte auch mal so einen Loot haben, ich verstehe es nicht. Ich hatte noch nie so einen Loot in meiner ganzen Clash of Clans-Zeit. Noch nie. Ja, was macht er jetzt? Er schickt da erst einen Riesen vor, schickt jetzt seine zwei Mauerbrecher hinterher, schickt jetzt die anderen Riesen hinterher und versucht natürlich jetzt möglichst dann auch noch in die Mitte zu kommen. Hat jetzt hier außen schon mal ein paar hingesetzt, um hier schon mal ein paar Minen und Sammler wegzumachen. Alter, das ist echt... Es ist richtig, richtig übelst krank. Dieser Angriff ist wirklich richtig übelst krank. Das soll ich mal sagen. Guckt's euch an. So, jetzt ist der erste Minenwerfer, ist ja schon kaputt. Hat noch mal einmal gefeuert. Jetzt kommen die Helden noch, die Riesen. Machen den zweiten Minenwerfer kaputt, kümmern sich jetzt um den Bogenturm. Alter, das ist echt. Das ist halt der Vorteil, wenn du ein paar Riesen dabei hast, ne? Ein paar Riesen und ein paar Mauerbrecher, das kann schon einen Unterschied ausmachen. So, der König ist da, der Zehnerkönig. Der kümmert sich jetzt auch noch darum. Jetzt kommen da die beiden Teslas raus. Jetzt hat er einen Heilzauber gesetzt. Kümmert sich jetzt um den Held, okay. Kümmert sich um den gegnerischen Held. Wir zoomen mal ein bisschen rein. So. Der gegnerische Held ist kaputt. Er geht jetzt in die Mitte, kümmert sich jetzt um die Königin. Die ist natürlich auch dann relativ schnell kaputt, kann nichts machen. Und jetzt geht's nämlich schon los. Und dann auch noch 1600 Dunkles dabei, ne? Ach, das ist echt. Das ist richtig krank. Das ist richtig, richtig krank. Übel. Richtig übel auf jeden Fall. Mann. Jetzt sind die Teslas da, hat er noch zwei Teslas. Stehen auf 7, aber die können natürlich auch nichts machen im Grunde. Das ist echt. Mann. Jetzt hat er da noch ganz... Er hat da sogar noch 9 Bogenschütze, hat er sogar noch in Reserve übrig. Während der König da in der Mitte halt schon rumläuft. Pui. Ah, er hatte sogar noch einen Heilzauber. Konnte den König jetzt sogar noch ein bisschen heilen. Der ist jetzt allerdings kaputt. Die anderen kümmern sich jetzt noch um das Lager und um die beiden Teslas, die da in der Mitte stehen. Die müssen jetzt gleich auch kaputt sein. Okay, da oben hat er noch einen Minenwerfer. Der ist auch kaputt. Unglaublich eigentlich, unglaublich. Jetzt wird er wahrscheinlich sogar noch die beiden restlichen Minen, wird er ja wahrscheinlich dann auch noch bekommen. Oder beziehungsweise die eine Mine und den einen Sammler, den ihr da jetzt noch seht, den wird er jetzt auch noch kriegen. Ja, das war's. Ganz Loot ist weg. 598.000 Gold. 598.000 Gold, 746.000 Elixier, 1660 Dunkles, leck mich doch am Arsch, das kann doch nicht sein. Unglaublich, echt. Unfucking glaublich, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ich habe jetzt hier meine Armee fast fertig, 21, ich will ja noch einen Clankrieg nochmal angreifen, 21 Ballons, ein Lavahund, 38 davon, okay, da fehlt auf jeden Fall jetzt noch was. Da fehlt nämlich jetzt noch ein Ballon auf dieser Seite. Ich würde sagen, wir machen hier auch noch einen hin. Wir machen jetzt hier noch einen Ballon fertig und dann werden wir einen Lava-Hund, einen von den Minions werden wir entsorgen und dafür machen wir dann noch einen Bogenschützen. Der muss weg. Okay, jetzt machen wir noch einen Bogenschützen. Dann haben wir es doch gleich auch schon. Ich habe leider nur noch 42 Juwelen. Hätte sonst ansonsten noch mal gerne gepusht, aber das ist jetzt nicht so im Bereich des Möglichen. Deswegen werde ich jetzt hier schon mal vorzugsweise für die Zeit nach dem Clankrieg werde ich jetzt schon mal eben hier noch ein paar Truppen ausbilden. Allerdings auch nur in den Kasernen, wo ich jetzt noch einen habe hier, also von den Ballons, sonst habe ich gleich zufällig noch einen Barbaren in meinem Clankrieg, das ist natürlich auch nicht so. Was? Was willst du denn jetzt hier, du? Ich würde sagen, wir machen mal eben den Ton an. Machen wir die Soundeffekte ein bisschen an und würde sagen, ich jamme die jetzt mal ganz kurz eben fertig, das werden ja nur 2 Juwelen sein, die mich das kosten. Na, jetzt muss ich das wieder rückgängig machen hier. Jetzt muss ich das rückgängig machen. 2 Juwelen kostet mich das jeweils auf beiden Seiten. Oh, das ist ein bisschen mehr als gedacht. Ein bisschen mehr als gedacht hier mit den 2 Juwelen. Oh gut, müssen wir leider durch. So, jetzt ist es voll. Jetzt können wir die Truppen nochmal, jetzt können wir die Kaserne nochmal befüllen. Mit 75 Bogenschützen, mit 60 Barbaren. Und nochmal dann gleich mit 75
Bogenschützen. Okay, dann haben wir die Barge-Armee fertig. Warte, wir machen das anders. Ich nehme jetzt wirklich mal vorsichtshalber, nehme ich mal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mal mit von beidem, das kann ja auch nicht schaden. Oh, wir haben die Millionen wieder voll. Wir haben die Millionen wieder voll, das heißt, wir können gleich wieder loslegen. Was habe ich denn hier noch drin? Ich brauche Truppen. Ich habe nur 5. Fuck. Ich habe nur 5 davon. Oh, jetzt wird's aber eng. Go, go, go. Will angreifen. Scheiße, hätte ich mir das Pushen eigentlich sparen können. Kann ich ja mal eben ganz kurz noch drauf eingehen, wie es momentan steht bei uns im Clankrieg. scheiß Husten. So. Ja, wir führen noch, aber es wird natürlich auch immer enger, muss man sagen. Was ist mit meiner... Ich wurde noch nicht angegriffen. Ja, ich wurde noch nicht angegriffen. Habe auch 3 Sterne geholt. Das war allerdings auf dem Rathaus 8, weil ich, es gibt ja mir Bogenschützen, ey. Dann kann ich doch auch wieder nix... Ich brauche halbwegs Truppen, das ist doch scheiße, ey. Ich brauche Truppen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hiermit angreifen soll, ohne gescheite Clanburg. Ey, das ist doch auch wieder Mist hoch 1000. Mann, ich brauche Truppen. Hat noch wer Truppen, bitte? Ich will unbedingt noch angreifen im Clankrieg, das ist, sonst kann ich nicht angreifen. Wir können mal eben ganz kurz noch die Armee gucken. Die Armee besagt 23 Ballons. Ah, noch ein paar, wunderbar. Zumindest jetzt schon mal, was denn auch nur, ist auch nur die Hälfte an Truppen, die ich eigentlich nehmen könnte, hätte ich jetzt hier. Fuck, und es ist auch keiner mehr online, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Problem. Soll ich es trotzdem mal riskieren oder soll ich nicht riskieren? Das ist jetzt die Frage, die ich mir jetzt an dieser Stelle stelle. Das ist jetzt so die Frage. Was hat er denn jetzt, der Matthias? Matthias schreibt mir auch wieder, verwirrt mich auch wieder. Okay, wir greifen jetzt mal an. Ich habe mir einen Gegner rausgesucht und zwar sollte ich den 13er, sollte ich glaube ich machen. Wurde Clan intern wurde das beschlossen. Der ist jetzt nicht so ganz so stark. Ich muss allerdings auch 3 Sterne holen, sonst wird es wieder eng werden mit unserer ganzen Sauerei. Mal eben überlegen, wie ich das jetzt am geschicktesten anstelle. Er hat hier was in der Clanburg drin, das ist schon mal klar. In der Clanburg hat er wahrscheinlich sogar... Warte mal, wie weit geht der? Der geht bis da, das ist schon mal gut. Der hat wahrscheinlich einen Drachen da drin. Wir gucken uns einfach mal die Wiederholung an und gucken mal einfach, was er in der Clanburg drin hat. Ich denke mal, er wird einen Drachen drin haben. Der Moose hat es ja schon probiert mit 50%. Ja, ich muss 100% tun, sonst gehen die Lichter aus. Das ist scheiße. Jetzt von da versucht. Scheiße, jetzt von da versucht. Ich sehe jetzt überhaupt nicht, was er in der Clanburg drin hat. Scheiße, bitte. Komm in die Nähe der Clanburg, bitte. Sonst sehe ich das nicht. Komm. Okay, Drache. Drache Level 4. Oh. Okay. Drache Level 4. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ein bisschen Beschiss, aber wir versuchen es... Ich weiß nicht, ich muss es ja riskieren. Wir haben sonst keine Wahl im Clankrieg. Ich muss... Noch bei allen muss ich noch 3 Sterne holen. Hier oben ist es scheiße, die sind zu stark für 3 Sterne, da könnte ich 2 holen, aber die gibt's ja schon. Bei dem hier könnte ich auch noch versuchen, einen zweiten zu holen, das ist allerdings auch nicht mehr im Bereich des Möglichen, weil es einfach... Deswegen würde ich sagen, wir probieren es jetzt einfach mal bei der 13, ich meine, ich muss es mal riskieren, das ist eh das Schlimmste immer beim Clankrieg, wenn du Angst hast anzugreifen, das ist eigentlich noch das Schlimmste von allem. Du willst nicht angreifen, weil du... Nein, das ist der Falsche. Jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Kann man übrigens, das ist ja, habt das mal gesehen, wenn man sich verklickt, dann macht das nichts, weil einer bei uns hatte sich nämlich verklickt und hat dann angegriffen, weil er dachte, er würde sonst die Sterne nicht, er würde sonst den Kampf verlieren. Das ist aber schwachsinnig. Du kannst, wenn du angreifst, wenn du nur auf Angreifen klickst, aber nichts setzt, dann ist es egal. So. Ja, der Drache ist draußen. Der Drache ist rausgekommen, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich mal irgendwie gucken, dass wir die Bogenschützen schon mal eliminieren können und hier zumindest schon mal was eliminieren können. Eben lief's besser, aber okay, jetzt müssen wir es mal probieren. Ich versuch's jetzt mal einfach von hier. Nein, ich hab mich verklickt. Scheiße, ich wollte die hier setzen. Oh. Komm, das schaffst du. Ihr schafft das. Ich brauche 3 Sterne. Warum nicht 3 Sterne? Ich bin auch ganz ruhig gerade, weil ich einfach... Merke, dass es jetzt echt ziemlich drauf ankommt. Komm, das können wir schaffen. Das können wir doch schaffen. Na, ah, das wird schon wieder jetzt... Jetzt wird's richtig eng.
Eieieiei. Jetzt wird es eine enge Kiste werden. Es wird, glaube ich, gar nicht mehr schaffbar sein, oder? Ist es überhaupt noch schaffbar jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr im Bereich des Möglichen, das noch zu schaffen. Warte mal. Eins. Ja, er hat noch zu viel. Es ist einfach nicht mehr möglich. Fuck. Schade. Ich hatte es probiert, aber es ist nicht machbar irgendwie. Ich hab jetzt noch einen Zauber übrig, aber das wird nicht mehr reichen. Ah, der wurde auch gar nicht mehr geheilt, ey. Das ist ja auch zum Kotzen, oder? Nö, das ist nicht machbar. Na, hätte ich lieber noch einen Rathaus Achter genommen. Scheiße. Hätte ich mal lieber noch einen Rathaus Achter genommen. Das wäre besser gewesen. Ja, das ist echt... 100% ist beim Rathaus 9 auch immer scheiße. Das ist echt schwer. Tja, das war's, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das war mit dem Clankrieg, aber... Ja, haben die auf jeden Fall... Eine halbe Clanburg ist auch nicht so ganz so tutti. Egal, ich mache mir jetzt ein paar Blitzzauber noch und dann würde ich sagen, versuchen wir noch einen Angriff gleich zu schaffen. Ich habe jetzt allerdings auch erst 24 Truppen fertig. Weiß nicht, ob ich jetzt noch eine pushen soll oder nicht. Ich denke aber mal eher... Ach komm, wir pushen mal die eine noch. Komm, was soll der Geiz? Wir pushen die eine mal noch. Und dann würde ich sagen, wir machen mal eben einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, komm, den nehmen wir jetzt mal eben hier mit. Ich habe mir ein bisschen länger überlegt, ob ich ihn jetzt hier nehmen soll, aber komm, was soll's, ey. Wir nehmen ihn jetzt mal eben noch mit. Hatte zwar nicht ganz so viel Loot, aber immerhin ein bisschen was, was wir noch mitnehmen können. Ich setze jetzt mal hier wieder außenrum meine Barbaren erstmal. Dann setze ich die Bogenschütze hinterher, aber ein bisschen Abstand. Ich ziehe da auch ruhig öfters mal einen etwas größeren Kreis. Oh, jetzt hat er hier leider schon eine Riesenbombe gehabt. Ist egal. Riesenbombe. Ist da noch eine Loin ziehen? Eine Riesenbombe, okay. Glück haben wir nicht so ganz so viele gesetzt. Da müsste doch auch noch irgendwo eine Riesenbombe sein. Wo hat er denn die Riesenbomben versteckt? Wo hat er die Riesenbomben versteckt? Jetzt noch eine Line mit dem Bogenschütz hinterher. Ah ja, genau. Genau. Er mit seinem Kackkönig. Ja, ich will auch noch ein bisschen Pokale noch nebenbei farmen, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Warte mal, wo hat er denn noch was gehabt? Hier. Ja, genau. Du mich auch mit deiner Trap. Du mich auch. Nein! Ah, doch. Glück gehabt. Glück gehabt. So, jetzt sollen die da mal eben noch... Noch einen? Willst du mich verarschen, Junge? Oh, jetzt wird sogar eng mit den Pokalen noch. Oh, 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 oh. Wird sogar noch eng mit den Pokale. Na, Glück gehabt. Ja, das war natürlich jetzt nicht so ganz der geile Loot, muss ich sagen. Ja, das passt wunderbar zur Folge. Ich habe jetzt lange gesucht, hab nichts gefunden. Hab noch zwischendurch noch zwei, drei Rathäuser gesnipert, damit ich jetzt ein bisschen mit dem Pokal noch aufpasse, dass ich unbedingt im Kristall bleibe. Ja. Tut mir leid, Leute, das war eine Fail-Folge. Ich kann euch aber übrigens sagen, ich habe den Golem gestartet. Ich habe auf euch gehört, ich habe euch ja gefragt und viele hatten gesagt, starte den Golem. Habe ich jetzt gemacht. Kann euch mal eben noch sagen, was jetzt noch in der nächsten Zeit auf euch zukommen wird. Der November ist jetzt noch relativ vollgepackt mit coolen Inhalten bei Clash of Clans. Also, es wird noch kommen. Ab Montag kommt eine richtig geile Clan-Challenge gegen den Clan von Matthias. Da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschalten. Etwas, was es bisher bei uns auch noch nicht gab als Challenge. Dann, also noch nicht in der Form Clan gegen Clan. Dann wird es natürlich noch Clan-War-Reporter geben. Ich wollte ja noch diesen eigenen Clan-War-Clan machen. Das werde ich auch nächste Woche machen. Wo ihr alle reinkommen könnt, es wird es dann mehrere Folgen von geben, also mehrere Clankriege. Das heißt, pro Clan kriegt dann natürlich 49 Leute. Das heißt, viele von euch haben dann die Chance, mal einen Clankrieg zu machen mit mir. Und wer dann das erste Mal nicht drankommt, nicht verzagen. Ich mache das mehrere Male, also keine Sorge. Damit auch wirklich mal jeder die Chance hat. Und ansonsten Ende des Monats geht es dann auch ab Richtung Champions League. Das wird dann auch nochmal ganz lustig. Da kommen ein paar Leute aus meinem Clan auch mit, wer sich anschließen will. Vielleicht mache ich da auch nochmal einen eigenen Clan für auf. Werden wir dann sehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Macht's gut. Tschüss.